Herzlich willkommen zum Einfach-Nähen-Podcast Keine Angst vor Klamotte, in dem ich dich inspirieren und motivieren möchte, dir Kleidung einfach selber zu nähen. Ich bin Anna von Einfach-Nähen und in diesem Podcast spreche ich mit tollen Frauen und vielleicht ja auch mal mit tollen Männern über ihre Leidenschaft an der Nähmaschine. Mein heutiger Gast ist die liebe Ulrike. Herzlich willkommen, liebe Ulrike. Stell dich doch den Zuhörern einmal persönlich vor. Hallo Anna, liebe Zuhörer und Zuhörerin. Ich bin Ulrike aus Lübeck, in der Nähe von der schönen Ostsee und will ein bisschen erzählen, wie ich zum Nähen gekommen bin. Und zwar gibt es ja oftmals im Leben irgendwie Situationen, wo man sich verändern möchte und wo ich Zeit hatte, aber nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte mit der vielen Zeit, die auf einmal da war. Und ich wollte sie kreativ nutzen, weil das hatte ich bisher noch nicht gemacht. Das ist jetzt ungefähr 4 Jahre her, dass ich gesagt habe, ich nutze meine gewonnene Freizeit, damit irgendwas Schönes zu machen. Und außerdem habe ich immer mich für Mode interessiert und dachte, Mensch, vielleicht versuche ich mich mal am Nähen. Und so bin ich dazu gekommen. Und wir beide haben uns ja auch schon persönlich kennenlernen dürfen. Du warst bei mir ja auch schon mal zu Gast bei einem Nähwochenende und jetzt vor kurzem haben wir einen Blazer zusammen genäht. Und ich genieße es sehr, dass sich unsere Wege gekreuzt haben, weil ich sehe, wie du mit diesem Hobby auch aufblühst, wenn ich das mal so sagen darf. Es ist immer so schön, wenn man persönliche Begegnungen hat, vor allem so über ein bisschen mehr als nur so 2, 3 Stündchen oder sowas, was bei den Teilnehmern passiert. Und vielleicht magst du ja noch mal aus der Erinnerung erzählen, wie es dir beim ersten Nähwochenende bei mir tatsächlich ergangen ist, bevor ich darauf zu sprechen komme. Ja, ganz klar. Also ich muss dazu sagen, ich hatte da Zeit und dann habe ich irgendwie natürlich bei YouTube geguckt und dann bin ich auf Anna gestoßen, weil ich fand ihre Videos immer so zackig, kurz und super leicht zu verstehen, sodass ich dann auch mich ans Nähen überhaupt rangetraut habe. Das hat mir dann nicht gereicht und dann habe ich gesagt, oh Mensch, ich sehe so viele Videos von Anna. Und jetzt macht sie Nähwochenende und da will ich mal hin. Ja, also ich bin dann so motiviert, ne, noch nicht so fit. Hieß es dann Nähwochenende, ihr könnt machen, was ihr wollt, bringt dann alles mit, was ihr kreativ machen wollt. Ja, ich bis 12:30 gearbeitet, nach Hause gefahren, alles ins Auto geladen, losgefahren und kam dann gegen 17:30 an. Eigentlich sollte so 18 Uhr so erste Begegnung sein. Ich kam da an, stieg aus und dann hörte ich nur Satter, und alle waren total busy. Und ich dachte, oh, ich bin hier falsch. Nein, nicht falsch, aber mein Gott. Ne? Und dann merkte ich aber, dass diese Näh-Community, das waren also mit mir zusammen 8 Frauen und Anna noch dazu. Und wir hatten so ein kleines Hotel, wo wir auch dann übernachtet und ge zusammen gegessen haben, dass diese Näh-Community wirklich. Also ein Balsam für meine Seele waren. Da waren Leute, die sprechen die gleiche Sprache, die ich auch spreche. Die haben das gleiche Hobby. Jeder versucht, sich da irgendwie anders zu positionieren. Aber es war schon ein Moment, wo ich gesagt habe, ich habe aber Angst vor der Klamotte und sah dann diese tollen Dinge. Die haben dann Hosen von Annas Schnitten oder Blazer schon gemacht. Aber das Ich habe dann einfach nur gelernt, meinen Körper mir besser anzugucken, ein Grundschnittmuster für T-Shirts und Hoodies und hatte eben diese 1:1-Betreuung. Also nicht nur das Video, was ich immer ablaufen kann, sondern da waren konkret Fragen und dann, wie heißt es, auf die eingegangen worden sind. Und es war echt ein tolles Wochenende, sonst wäre ich ja nicht so ungefähr fast 2 Jahre später zu diesem Bläserwochenende gefahren, denn jetzt habe ich meinen eigenen Bläser nähen können. Ja, und das ist das Schöne, worauf ich auch tatsächlich ja wirklich hinaus wollte, weil du einfach so begeisterst. Also nicht nur mich persönlich, sondern ich sehe ja auch, wie du dich da mit anderen unterhältst und wie du da von der ganzen Sache sprichst und an dem Wochenende, von dem du gerade erzählt hast,
bist du wirklich echt zwei Köpfe größer geworden. Also so mit von Stunde zu Stunde wurde Ulrike immer gerader und tada, guck mal, was ich hier geschafft habe. Und das ist wirklich so schön zu beobachten. Und du sagtest es auch gerade, dass die Näh-Community halt einfach so herzlich ist. Und das kann ich auch wirklich unterschreiben. Ich habe nun ganz viele Kurse schon gegeben, also vor allem Präsenzkurse jetzt mittlerweile auch. Und es ist noch nicht ein einziges Mal irgendwie so eine blöde Begegnung gewesen, wo man nachher dachte, oh Gott, hoffentlich ist das Ganze jetzt hier bald zu Ende. Sondern jeder kümmert sich auch um die anderen, jeder guckt, jeder hilft, wenn man sieht, okay, da braucht jetzt gerade irgendwie jemand Unterstützung oder so. Und auch bei dem Bläserwochenende ja jetzt ähnlich, da bist du dann diejenige gewesen, die die anderen mit unterstützen konnte. Und das ist einfach total schön, wie das dann auch wächst und so, ja, so menschlich auch ist. Und ich will jetzt nicht sagen, so eine Zuckerwatte-Bubble, aber manchmal habe ich schon das Gefühl, man kann dem ganzen Alltagswahnsinn auch wirklich beim Nähen wunderbar entfliehen und sich, ja, ein eigenes Stückchen Frieden schaffen um einen herum und sich mit Leuten austauschen. Du sagtest es gerade so schön, sie sprechen meine Sprache. Das ist es tatsächlich, weil ganz ehrlich, dieses, oh, wo ist der Ladauftrenner? Das verstehen andere nicht. Du Ja. hast gesagt, so etwa vor 4 Jahren hast du angefangen. Weißt du noch, was dein erstes Kleidungsstück gewesen ist, mit dem du losgelegt hast? Ja, also ich liebe im Sommer Kleider anzuziehen und mein Beruf ist so ein bisschen Business gewesen und da habe ich mir Etui-Kleider gesehen und da habe ich gesagt, im Sommer, das kann doch nicht so schwer sein. Und dann habe ich mich also Webware natürlich, an den Schnitt dran getraut. Und naja, dieses Entsetzen, was man dann hat, dass man dann denkt, okay, du hast die und die Kleidergröße und dann siehst du ein Schnittmuster und misst dich aus und denkst, oh Gott, das ist ja die größte Größe, die es in diesen Schnittmustern gibt. Und das, ne, also es war dann auch so ein Schockmoment und es war halt so ein Etui-Kleid, also ohne Ärmel, wie heißt es, auch nicht groß kompliziert. Und dann bin ich natürlich, weil ich nicht gerade Nähte nähen konnte, ging nicht. Ich habe das nicht verstanden, dass man das hinkriegt, egal ob ich langsam oder schnell genäht habe. Bin ich dann zu Jersey-Kleidern übergegangen. Und ja, weil ich doch am Üben war, habe ich, und gerade in dem Jahr, als ich angefangen hatte, muss ich dazu sagen, bin ich Großtante geworden. Und dann habe ich noch ein paar Nichten und Neffen dazugekriegt und jetzt mittlerweile auch einen Enkel, habe ich natürlich dann umgeschwenkt auf die kleineren Größen, habe mir eine Coverlock zugelegt, die dann schön alles, was ich ungerade geschnitten habe, dann gerade wieder gemacht hat. Aber es hat von der Nähtechnik her war das super. Also weil man dann auch lernt, eben gerade Nähte hinzukriegen. Und jetzt, das war nämlich so ein Erfolgserlebnis, muss ich auch zugeben. Ich bin wirklich stolz da weggefahren, weil ich konnte wirklich gerade Nähte und das war gar keine Schwierigkeiten. Und man merkt jetzt so, diese Näherfahrung bedeutet nicht nur ein tolles Stück zu haben, sondern sich auch weiterzuentwickeln in Nähtechnik. Bevor wir in dieses Thema reingehen, weil ich das auch sehr spannend finde, vielleicht magst du den Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz erklären, was so dich und deine Figur ausmacht. Also wie groß bist du? Wie könntest du dich beschreiben? Ja, Kompaktklasse. Also ich bin nur 1,60 groß und habe natürlich, bin 61 Jahre alt und gehöre nicht zu den Frauen, die jetzt meinen, sich schlank hungern zu müssen. Ich war früher sehr sportlich, drahtig und das hat sich eben eher in die Kleidergröße 44 entwickelt. So von und ich bin, muss ich sagen, ich bin rund und glücklich. So. Aber es passen mir natürlich nicht eben diese Sachen von der Stange. Und man merkt eben auch, wenn man günstige Sachen kauft, das merke ich dann schon, dass die T-Shirts dann alle ganz schnell ausleiern und das sieht doch schlimmer aus. Also ich habe dann schon auf Qualität geachtet beim Kaufen. Aber mittlerweile habe ich halt diesen Anspruch auch, ja, für mich selber, ne? Ich gehe jetzt bald aus dem Arbeitsleben raus und dann habe ich so die Idee, man muss ja auch, denke ich mir, wenn man wie ich über 40 Jahre berufstätig war und auch leidenschaftlich das gemacht hat, dann muss man sich ein Ziel setzen und ich will halt danach oder jetzt so anfangen, nach und nach nachhaltig eben meine eigenen Kleider zu machen und das, was ich gerade brauche. Ja, und da hilft mir natürlich deswegen
ne, habe ich auch gesagt, man probiert alles aus. Ich habe auch mal versucht zu quilten und was weiß ich und ich sticke auch ein bisschen, aber eigentlich ist Nähen tatsächlich mein Ding. Also Nähen und Kleidung nähen dann eben auch. Und jetzt will ich anfangen, nachdem ich geübt habe, mal wirklich für mich zu nähen. Und deswegen liebe ich ja, ich bin von Anfang an bei Anna Premium Mitglied gewesen und sie hat so tolle Schnitte, die ich jetzt irgendwie für meine Garderobe super nutzen kann. Das ist sehr, sehr schön, immer dieses Feedback zu hören. Das bereichert mein Nähleben ja dann auch, weil ich mir ja auch immer vorher noch Gedanken mache, in welche Richtung soll es gehen, was kann man denn überhaupt nutzen, was braucht man denn tatsächlich auch. Also ich bin immer wieder überrascht, wenn ich dann höre, boah, ich habe bei der Make-A-Wrist-Aktion zugeschlagen, 2 € und habe mir irgendwie, keine Ahnung, 100 Schnittmuster gekauft oder so, wo ich dann denke, boah, was haben die Leute denn für eine Zeit, das alles zu nähen? Nein, es ist häufig tatsächlich dieses Hamstern und das sieht schön aus und das sieht schön aus und das sieht schön aus. Und viele sehen gar nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Oder vielleicht sehen sie es auch, aber man möchte es ja gerne erstmal haben. Aber bis man ja zu dem Punkt kommt, dass der Schnitt ja auch so passt, wie man sich das für sich selber und für seine Figur ja auch vorstellt, dauert das ja. Es ist ja bei den seltensten Menschen der Fall, dass mal eben von der Nadel gehüpft, ne? So, ich habe immer meine 36 und muss nie was anpassen. Mir passt alles immer super duper. Das ist ja bei den wenigsten, dass es tatsächlich so ist, dass man direkt loslegen kann. Und dann fängt man an, man muss es ja dann zuschneiden, man muss es das erste Mal nähen und stellt dann fest, oha, da und da passt es für meinen Körper einfach nicht, da muss ich was abändern. Oder man stellt dann auch vor allem fest, auf den Bildern sah das ja alles ganz nett aus, aber dann stehe ich vorm Spiegel und um es mal mit Guido Maria Kretschmer zu sagen, da tut nichts für mich. Das sind ja dann auch diese Momente. Genau diese Sache war bei mir auch der Fall, dass ich natürlich dann gesagt habe, oh, das Schnittmuster passt nicht zu deinem Körper und dann kaufst du nächste Schnittmuster. Und das liegt eben nicht an den Schnittmustern, das habe ich jetzt auch verstanden, aber an Anpassung. Und was eben ich vor deinen Schnitten super toll finde, dass man so wenig anpassen muss. Und das ist das, was sozusagen mich dann noch mehr begeistert. Also wenn ich das vergleiche mit anderen Schnitten, die zwar bis 44, 46, 48, was so meine Kategorie jetzt so mittlerweile ist, die passen dann trotzdem nicht in den großen Größen. Da sind die Schultern zu weit. Also an bestimmten Stellen brauche ich das, aber da musst du so viel ändern, dass das Schnittmuster für mich nicht funktioniert hat. Also da habe ich auch ein bisschen Geld versenkt. Das an alle, die jetzt gerade am Anfang ihrer Nähkarriere stehen, tatsächlich so lieber erstmal durch Dinge durchtesten und mal schauen, wo man sich am sichersten und zu Hause, am meisten zu Hause fühlt. Aber es ist, um da mal ein bisschen für meine Kolleginnen zu sprechen, es ist nicht so einfach, tatsächlich dann auch große Größen zu bedienen. Also große Größen, da bist du definitiv ja noch nicht zu Hause. Also große Größe fängt so bei 46, 48 dann erst an. Liegt nicht daran, dass ich sage, das sind jetzt große Größen oder so, sondern einfach, weil die Schnittführung nochmal neu gedacht werden sollte im Idealfall. Wir wissen alle, wenn wir einen Oversize-Hoodie haben, wo man sich selber irgendwie noch zweimal reinstecken kann, da ist es sowieso wurscht. Aber bei allem, was wirklich körpernaher liegt, muss ja nicht direkt ganz körpernah sein, ist es tatsächlich so, dass gerade so ab 46, 48 einfach nochmal neu der Schnitt gedacht werden muss oder sollte. Wo setze ich vielleicht nochmal irgendwie einen anderen Abnäher hin? Oder wo verändere ich den Armausschnitt? Wie setze ich da die Schultern nochmal anders? Denn nur weil die Dame oder der Herr etwas größer vom Körpervolumen ist, heißt es ja noch lange nicht, dass ich einfach von einer 34 zack nach oben bis zu einer 58 hochgradieren kann. Denn die Verhältnisse vom Körper, die verändern sich ja nicht so, wie man sich das mathematisch vielleicht ausrechnen kann. Das bedeutet aber, dass man erstens für sich als Designer die Entscheidung treffen muss, ja, das möchte ich machen, ich möchte das mit eingehen. Das heißt aber auch, dass es mehr Arbeitsaufwand ist und damit natürlich dann so ein Schnittmuster dann auch in der Herstellung teurer sein kann, muss nicht, kommt auf den Schnitt immer drauf an. Und in meinem Fall ist es ja dann nicht nur so, dass ich ab 46, 48 häufig die Schnitte nochmal neu denke, sodass pro Schnitt ja zwei Schnitte da wären, sondern ich gehe ja in meine Cupgrößen oder in die Bundweiten ja noch rein. Da gibt es ja dann immer drei verschiedene Varianten. Das heißt, ein Schnittmuster, was man so vor sich sieht, was man in die Hand nehmen kann, sind ehrlicherweise immer sechs eigenständige Schnitte, die dann da zusammengepackt werden.
Und das ist eine wirtschaftliche Entscheidung tatsächlich, die auch man als Designer treffen muss, ob man das machen möchte und ob sich das tatsächlich rentiert. Denn unterm Strich sind wir ja eigentlich dafür angetreten, um unseren Kühlschrank auch voll zu kriegen. Viele fangen zwar an mit, ach, das mache ich mal so nebenher, weil man hat vielleicht noch einen Beruf oder man ist Mama und hat dann genügend andere Dinge zu tun und macht das so nebenher. Aber die, die wirklich schon seit langer, langer Zeit jetzt mit am Markt sind, das ist ja deren Job. Damit verdienen sie ihr Geld. Und da muss man halt gucken, inwiefern man sich das leisten kann, Ja. tatsächlich solche Dinge dann auch zu bedienen. Aber umso mehr freut mich auch hier das Feedback von dir zu sagen, dass es bei mir gar nicht so viele Schnittanpassungen nötig sind tatsächlich. Und auch du hast ja auch gesehen, dass es am Anfang so ein riesen, riesen Ding ist, das Thema Schnittanpassung. Und wenn man es dann nachher runterbricht auf den eigenen Körper, sind es gar nicht mehr so viele Stellen. Was ist denn bei dir der Klassiker, wo du sagst, da muss ich immer anpassen? Tatsächlich muss ich immer manchmal die Weite anpassen, dann auch. Also, weil ich natürlich eine relativ große Oberweite habe und das mit dem Bauch. Und da ist dann eigentlich so der Klassiker, wo ich dann gucken muss, weil ich eben festgestellt habe, trotz sozusagen Bauchumfang und Brustumfang kann ich viele Schnitte trotzdem kleiner tragen. Also deswegen ist da dann auch manchmal, ich nehme dann den kleineren Schnitt mit der Brust, die passt und mache das dann ein bisschen weiter für mein sozusagen mein Bäuchlein, was sich entwickelt hat. Und dann ist es Ja. eigentlich schon gelaufen. Bei den Hosen ist es tatsächlich so, dass ich da nie was anpassen muss bis jetzt. Also wenn ich diese Hosenschnitte, ich habe ja noch nicht so viele, aber bei den Leggings und solchen Sachen, das passt einfach so. Ja, und das ist für mich natürlich ein Gewinn. Ich probiere natürlich auch aus, das muss man sagen. Es passt dann so, wenn ich mich besonders auch an eine Stoffempfehlung halte. Aber manchmal möchte man ja doch einen anderen Stoff. Und also ich habe mich jetzt entschieden, quasi bei einem Designer erstmal zu bleiben, für mich, also was meine Schnitte betrifft, und so lange rum zu experimentieren. Ich bin dabei, so um mir Zettel auch zu machen, dass ich da so eine Stoffprobe draufklebe und dann einfach hinschreibe, weil das vergisst man dann, was ich da an dem Schnitt gemacht habe. Also ein bisschen, ja, es ist auch Arbeit, wenn man, glaube ich, sich Kleider nä selber nähen. Das muss man, das geht, ist nicht so, dass man sich abends hinsetzen kann und stupide vor sich hinrattert. Das schon nicht. Aber wie du schon gesagt hast, für mich ist das trotzdem, ich bin dann da oben und es wächst, ne, es gedeiht. Und das macht einfach nur Freude. Also es macht mich wirklich glücklich. Oh, Nähen macht glücklich, so heißt es ja Ja. auch so schön. Also ich kenne Ja. das auch, dass man ja dann flucht und das in die Ecke schmeißt, wenn wieder irgendwas nicht funktioniert hat. Aber wenn man tatsächlich dann das fertige Kleidungsstück in den Händen hält, es einem gefällt, man es auch gerne trägt und man auch feststellt, weil man auf gute Qualität gesetzt hat, nach dem dritten, vierten Mal waschen, ist es immer noch schön. Dieses Glücksgefühl kann man, glaube ich, außerhalb unserer Bubble niemandem erklären, was das mit einem macht, wenn man so Ja. stolz auf sich sein kann auch. Ja, und das habe ich tatsächlich, das ist auch so eine Phase, weil ich auch gesagt habe, bei mir gab es auch eine Lebensveränderung und so weiter, dass ich jetzt auch sagen kann, also wie an dem Bläserwochenende, dass ich einfach sagen kann, ich bin so stolz auf mich. Also das ist dann auch so, dass es so von der eigenen Wertschätzung und mein Körper finde ich völlig okay, so wie er ist, weil ich jetzt Sachen habe, die ich nähen kann, die sozusagen vorteilhaft dann für mich sind und dass ich sagen kann, ja. Und ich meine, jeder kennt von uns diese wunderbaren, in der Kabine, diese wunderbaren Momente, drei, vier Spiegel und man sich eigentlich nur denkt, in den nächsten drei, vier Wochen esse ich nichts mehr. Ja, das kann man jetzt Gott sei Dank dann abstellen, ja. Ja, und das war halt sehr, es ist eine so, so gute Erfahrung, also jetzt bei den Sachen, die ich mir mache, dass ich dann sagen kann, nein, ich kann so bleiben, wie ich bin. Und kann auch figurnah tragen, was man sich ja manchmal gar nicht traut. Aber bei solchen Sachen kann ich das ausprobieren. Und ja, also ich weiß, dass ich das weitermachen möchte, dass ich das gefunden habe, was mich weiterbringt. Egal, was mich da noch, ob ich das nur für mich mache, ob ich da noch irgendwie was anderes, mich mit anderen Leuten noch treffe. Aber das ist so mein Ding. Und ich muss dazu sagen, aus meiner Geschichte ist es halt so, dass ich eher so ein naturwissenschaftlich Zahlenmensch bin. Das muss man ja auch dazu sagen. Und mir jegliche Handarbeitsfähigkeiten in meinem Leben abgesprochen, beziehungsweise ich sie auch nicht gelebt habe. Also nie. Und jetzt einfach merke, ich kann mit
sozusagen auch mit logischem Verstand kann man super kreativ sein. Und es sind Ja. ja so viele Möglichkeiten, ne? Also das heißt, du hast eigentlich auch häufiger gehört, du kannst das nicht und mach das nicht und mit deiner Figur und ne, immer von oben drauf hast du die Erfahrung auch gemacht. Ja, die Erfahrung habe ich abgemacht. Ach, das, ja, es ist tatsächlich so, dass meine Großmutter Weißnäherin gewesen ist. Und also die das, ich war aber 3, als sie gestorben ist. Ich habe das nicht miterlebt. Meine Mutter war Nachkömmling. Aber dass man mir sozusagen das alles abgesprochen hat, dass ich zu hibbelig bin, zu temperamentvoll, du hast die Ruhe dafür nicht. Und ich fand das immer toll, wenn ich das gesehen habe, so Schnitte und so Kleider und mir so vorgestellt habe, ob ich dann auch so mal was machen könnte. Und eben aufgrund dieser Zeit, die mir unerwarteterweise geschenkt worden ist, mit der ich irgendwie sinnvoll umgehen musste, damit ich ja, nicht traurig werde, zu traurig werde, habe ich das dann geschafft, durch diese Lücke zu füllen. Und das war weit mehr als nur eine Lücke, die es gefüllt hat, sondern hat mir einfach einen ganz neuen Weg gezeigt Ja. und auch mich anders gezeigt, ne? Es ist so wunderschön, dir zuzuhören. Und ich glaube, vielen, die uns jetzt zuhören, denen geht es ähnlich. Mein Herz geht so auf. Also es berührt mich total, deine Geschichte. Und wie gesagt, wir haben uns ja persönlich kennengelernt und ich glaube, ich muss dich alle 5 Minuten in meinen Arm nehmen, weil ich mich einfach immer so freue, wenn du dich so freust, weil wieder so eine kleine Etappe geschafft worden ist. Wie gesagt, jetzt bei der Blazer-Geschichte. Du hast dir meinen Blazer Zaketa ja aus einem Cord-Jersey genäht. Wunderschönes Material, wenn es fertig ist, zum Nähen, aber ich habe dich echt nicht beneidet. Und wie du dich da durchgebissen hast, diese rollenden Kanten und alles ist in alle Himmelsrichtungen gedreht und am Ende hast du es trotzdem zusammengebracht und es war auch gar nicht schlimm, den Nahtauftrenner zwischendurch zu benutzen, weil du einfach dieses Ziel vor Augen hattest und dann noch das Futter rein und so. Also ja, es ist einfach schön, dass unsere Wege sich gekreuzt Ja, haben. das sage ich auch. Ich feiere das auch so sehr, dass ich dich kennenlernen durfte. Das war mir auch so ein inniges Bedürfnis, so mal sowas. Und ich komme wieder. Also einfach so. Nein, es ist einfach auch so schön, das auch noch mal so mitzutragen. Man kann auch noch anders so sprechen. Also ne, aber dieses betreute Nähen finde ich schon super, was ich jetzt mitmache. Das sind so schöne kleine Etappenziele. Das finde ich eine geniale Sache, die dann einem hilft, mal so ein Projekt auch über 6 Wochen so fertig zu machen. Das sind immer so kleine Ziele, die einem, wie sage ich auch, manchmal auch so einen kleinen Tritt in den Hintern geben. Dann so nach dem Motto, die anderen haben das bestimmt schon und so, und dann mach mal, trau dich auch mal, und was dann dabei herauskommt, das finde ich auch großartig. Und wer ist es? Dann komme ich auch mal wieder, weil dann lernt man auch andere Leute kennen, die aus mit einer anderen Geschichte, die dann irgendwie auch noch mal was anderes mitbringen. Also ich habe ja gern Menschen um mich, und leider ist es halt so, dass es so viele im Moment nicht sind. Die sind alle in der Welt zerstreut, und dann genieße ich das auch. Und dann genieße ich aber auch wieder diese Ruhe und dieses sozusagen Sein. Und ich freue mich, wenn ich so weit bin, dass ich noch mal sowas ausprobieren kann. Also mein Traum ist immer noch, dass ich es irgendwie hinkriege, zum Beispiel so ein ärmelloses Top mit einem Bastier-Einsatz hinzukriegen. Das Ja. wäre, damit man also sozusagen auch mal in diesen Temperaturen so luftig das machen kann. Also ich habe so Ideen, wie man das noch verfeinern kann. Die Technik kenne ich noch nicht so genau, aber ich probiere mich dann irgendwann aus. Und dann vergesse ich auch wirklich die Zeit. Also Holt dich jemand dann raus und sagt, du müsstest jetzt vielleicht mal was essen. Ich habe ja einen Hund. Ja, also trinken und essen haben wir ja schon festgestellt, soll Ja. lebensverlängernd wirken. Ja. Zwischendurch einfach nochmal irgendwie was da Ja. einwerfen und dann kann man wieder loslegen, ja. Nee, ich gehe dann auch noch mal runter, weil es funktioniert ja nicht immer alles, ne? Wie sieht denn dein Nähplatz aus bei dir? Wie habe ich mir das vorzustellen? Also ich bin mir sehr sicher, dass du nicht auf dem Fußboden zuschneidest. Oder doch? Ich weiß es Nein. nicht. Nein, ich habe tatsächlich das Glück, nach dem Auszug meiner Tochter, das oben im Dachgeschoss das Zimmer als Nähatelier einzurichten. Und ich habe tatsächlich natürlich auch einen weißen 1,20 Meter langen Tisch da stehen, wo ich dann zuschneiden kann. Und ich habe das Glück, ich habe eben Platz. Also ich habe meine Nähmaschine.
Meine Covermaschine und meine Overlockmaschine habe ich dann da oben nebeneinander stehen oder über Eck so stehen können. Die können auch stehen bleiben. Und dann habe ich noch gegenüber auf einer, habe ich auch eine Stickmaschine. Also ich habe mich wirklich so eingerichtet. Und ich kann ja mal ein Foto schicken, dass ich, und ich habe auch eigentlich sieht es aus wie ein Geschäft, ein Stofflager, ein Regal voller Stoffe. Und du hast trotzdem nie den richtigen zur Hand, richtig? Nee, nee, nee. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich weiß, wenn ich einen Stoff kaufe, dass der mir gut gefällt und ich freue mich dann. Also bei mir ist es dann manchmal so, habe ich so viel zu tun. Und wenn ich dann erst überlege, heute hast du Zeit und du musst jetzt einen Stoff kaufen oder solche Sachen, ich schneide dann manchmal schon mal zu, also jetzt nicht den Stoff oder ein Schnittmuster. Und ich weiß aber schon, was ich aus den Stoffen machen möchte. Also es ist, dann habe ich ja auch diese Großnichten und Großneffen und dann gibt es mal wieder einen Wunsch, ein Erdbeerkleid oder eins mit Dinos, mit meinem Enkel oder sowas. Und dann kann ich einfach sagen, ich gehe jetzt hoch. Ich habe mich so ausgestattet und muss nicht erst einkaufen gehen. Und das sind dann auch wieder 2 Stunden, die mir verloren gehen, weil ich dann wirklich sagen kann, ich gehe jetzt hoch und dann mache ich jetzt dieses Projekt. Also da bin ich, also ich bin ein bisschen organisiert, bin ich schon. Ja, das merke ich gerade auch. Also das wäre ja noch mein Traum, dass man tatsächlich immer den Stoff auch parat hat, den man gerade braucht. Also ich weiß das schon, dass ich auch, dass sich das verändert im Laufe der Zeit, dass man am Anfang alles kauft, was einem gefällt, ohne, da kann ich irgendwann mal was Schönes draus machen. Und das sind dann die Stoffe, die auch ganz gerne mal so über 5, 6, 7 Jahre ablagern dürfen, bis dann das passende Projekt kommt, sodass man dann irgendwann anfängt, tatsächlich nur noch projektbezogen einzukaufen. Aber wir kennen das alle, dann kommt wieder irgendwas dazwischen und dann mag es auch dort mal sein, dass da 2 Jahre ins Land ziehen, bis das dann gemacht wird. Oder man eben zwischendurch einfach feststellt, okay, ah, das will ich jetzt heute machen. Und dann geht man rein und sieht seinen ganzen Stoff und denkt, boah, ey, mein ganzer Schrank voll, mein ganzes Zimmer voll, aber dieser eine fehlt dann. Deswegen bin Ja. ich ein bisschen neidisch, dass du da so gut organisiert bist bei dir. Nee, das ist wirklich eigentlich, dass ich schon eine Vorstellung habe, weil ich habe ja auch Geld in Kleidung ausgegeben, dass ich auch genau weiß, was mir gefällt und was mir auch in 2, 3 Jahren noch gefällt. Also bei manchen lässt man sich ja überreden, aber mittlerweile tue ich das nicht mehr, ne? Bei welche Maschine nutzt du denn, liebe Ulrike? Ich habe von Janome die Overlock, nee, die Cover. Dann habe ich von Bernina jetzt vom Nepark mir die Cover, genau, die Coverlock, so eine, die dann auch mit 5 Fäden ist. Also und dann mit so einem ganz tollen L850 oder sowas ist das von Bernina. Also die Cover ist von Janome, die Cover Pro, Pro oder? 3000 CPX Genau, das oder ist so. die Cover. Und dann hast du von Bernina die Overlock. Genau. L850, das ist schon eine. Also, ich habe mit der Janome-Cover auch angefangen, aber ich hatte das Glück, eben auch mal sozusagen zu Geld zu kommen. Und dann habe ich tatsächlich gemerkt, dass es sich lohnt, auch in gute Maschinen zu investieren. Also, die Janome Cover, die ich hatte, das war so ein Einstiegsmodell, hat auch das getan, was sie sollte, aber diese, die ich jetzt habe, die schnurrt einfach nur. Also wie so ein sanftes Kätzchen und es sieht irgendwie anders auch noch aus. Also Welche Nähmaschine hast du? Nähmaschine habe ich eine Brother und wie heißt, ich habe tatsächlich ja mir als Stickmaschine dieses super super duper teure Sapphire 85, die so kombiniert ist. Aber ich gebe zu, ich habe mich noch nicht so angefreundet zum Sticken, weil ich auch diese Teddys sticke, so in the Hoop, wollte ich auch einen sehr großen Stickrahmen. Ich sticke mit der Maschine, könnte auch nähen, aber dann gehe ich wieder zu meiner Brother hin. Also irgendwie macht die das, was ich möchte. Also in dem Nähwochenende konnten wir auch auf einer Bernina sticken, Strick, nähen. Die war auch klasse. Also man merkt schon, wenn man gute Qualität unter sich hat, die macht dann doch eher noch das, was man soll. Also, aber da ist ja jeder auch verschieden. Ne? Also Ja. die manchen schwören auf Bernina, die anderen sagen Yuki oder was weiß ich. Ne? Also ich habe da mit der Brother angefangen zu nähen. Das war dann auch für mich eine große Ausgabe am Anfang. Sage ich jetzt nicht, dass die anderen noch größere Ausgaben eigentlich so ein Kleinwagen dann auch sind, aber
Ich habe mir das überlegt, dass ich das ja auch machen möchte und längerfristig machen möchte. Und dann merkt man schon den Qualitätsunterschied zwischen den einzelnen Preisen. Ne? Ja. Um welches Nähthema machst du denn großen Bogen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das mache ich nur, wenn es echt sein muss? Thema war, um was ich einen großen Bogen. Also ich glaube, das mit dem Quilten, wo man ganz präzise und bügeln machen muss. Also ich bin dann, ich. Bist du doch so mathematisch, das sollte doch eigentlich genau das Richtige Ja, für dich aber ich kann sein. ja nicht zeichnen. Also bei mir ist ja das deswegen ja auch, ich kann ja nicht gut zeichnen, also in dem Bereich. So, und ich muss auch sagen, ich habe Temperament und deswegen hat meine Geduld manchmal auch Grenzen. Und deswegen finde ich das mit dem Sticken ja auch so toll, weil man da ja irgendwie, da guckt man ja nur zu, wie das wächst. Ne? Also da, das ist ja großartig, finde ich. Wenn ich diese Teddys oder so mache von Make Ma da, diese Teddys oder diesen Hasen, die sind immer super beliebt, diese Kuscheltiere. Und das wird immer gut. Unglaublich. Und ich komme nochmal zurück zu deinem allerersten Nähprojekt mit dem Etui-Kleid. Ich gehe davon aus, das ist auch ein Reiß mit Reißverschluss dann gewesen, wenn du gesagt hast, Ja. aus Webware. Also nicht nur einfach so ein Ding zum Drüberziehen. Finde ich auch sehr mutig, direkt als allererstes einfach mit einem Reißverschluss anzufangen. Aber scheint dich ja nicht davon abgehalten zu haben, an der Stelle dann weiterzumachen. Weißt du noch so ungefähr, ob du den einfach so einmal eingenäht hast oder gab es da auch eine Geschichte zu? Katastrophe. Dann wenigstens etwas, das beruhigt mich ja jetzt gerade. Totale Katastrophe war das. Das Gute war, das Kleid hatte ich so weit geschnitten, dass ich da auch ohne Reißverschluss reingekommen bin. Also es war überhaupt eine Katastrophe. Also wusste ich, dass ich, und dann habe ich ja mal dieses mit diesen Taschen gemacht. Dann gibt es ja dann diese Projekte, wo man dann diese Reißverschlusstaschen dann macht oder die Kulturbeutel oder was weiß ich. Und das ist, was ich immer gemacht habe. Ich habe mir dann erstmal was zugetraut, bin gescheitert und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich üben. Und dann habe ich das so gemacht und so zugeschnitten und das, also wenn ich habe dann so Frühstücksbeutel auch gemacht mit Klettverschluss. Also wenn ich mir die heute angucke, die sehen vom Material her alles super, aber das Klettband, was weiß ich, mit Wellen oder sowas, ne? Aber es funktioniert. Aber ich war da irgendwie mutig und dann habe ich geübt. Und jetzt gerade auch bei dem letzten Wochenende habe ich gemerkt, dass ich wirklich, was meine Technik betrifft, da viel, viel besser geworden bin. Und das ist wie mit allem, ne? Wenn man es wiederholt und übt und dann Die kann. 10.000-Stunden-Regel heißt es ja auch so schön, ne? Wenn man was Ja. wirklich richtig können muss, dann sollte man mindestens 10.000 Stunden investiert haben, um wirklich sagen zu können, so jetzt sollte es eigentlich fluppen. Ja, deswegen, die nächsten Kleider, das waren dann so ein Schnitt, also im Prinzip so ein T-Shirt und unten war so ein Ballonrock dran. Und mit Tasche, also Taschen war auch Katastrophe, aber es hat ja keiner gesehen. Und das Gute ist ja, die Sachen habe ich dann immer nur für mich gemacht. Und wie heißt es, die Leute haben das tatsächlich nicht so bemerkt, wie ich es gesehen habe, was ich alles für Mist gebaut habe. Also so scheinbar. Aber diese Sommerkleider trage ich immer noch als Schlafanzug oder im Sommer dann eben auf der Terrasse. Aber das, also die sind schon so, dass sie tragbar waren. Und da habe ich dann ja mir flugs die Cover gekauft und dann habe ich dann ja den, dann sah die Nähte immer super aus. Aber das ist ein sehr schöner Spruch, den du gerade gebracht hast, den man, glaube ich, jedem, vor allem den Nähanfängern, an die Hand geben kann. Wenn ihr fertig seid und etwas mit Stolz tragt und es spricht euch jemand drauf an, wie schön das geworden ist, dann nicht sagen, ja, ist schön, aber guck mal, hier habe ich nicht getroffen und da musste ich nochmal aufdrehen und da ist schief. Der Gegenüber sieht das im Zweifelsfall sowieso überhaupt nicht und man sollte einfach nur dastehen, wie es heißt, so schön lächeln und winken, ne? Einfach annehmen. Sich freuen, selber wissen, okay, das schön, dass du das nicht siehst. Das ist ja auch immer so ein Kompliment, vor allem für die, die sehr, sehr, sehr genau arbeiten und sich da vielleicht auch das eine oder andere Mal im Weg stehen, einfach manchmal zwischendurch auch mal fünfe gerade sein lassen und dann lieber die Zeit nicht am Nahtauftrenner verbringen, sondern einfach nochmal atmen und dann überlegen, wie heißt es so schön, stürzt den großen Geist, sagt mein Mann immer. Ja, Und und dann. außerdem ist es ja so, tatsächlich, man verändert den Blick auf gekaufte Kleidung. Oh Wenn man ja. sich, und das war dann für mich auch so ein Erlebnis, wo ich gesagt habe,
Ey, wenn ich nicht angefangen hätte zu nähen, wäre mir das nie aufgefallen, wie teilweise, wie schlecht die das auch verarbeitet haben. Und ich habe da trotzdem Geld für ausgegeben und war super stolz mit den Sachen. Also Ja. wenn, nur weil ich es jetzt erkenne, weil ich selber nähe, heißt das dann, die anderen sind bestimmt noch genauso blind, wie ich vorher auch war. Ja, geht auch, was so Falten anbelangt in Klamotten zum Beispiel, ne? Bei selbstgenähten Sachen sind ganz viele ganz schnell dabei, ach, hier ist eine Falte, da ist es irgendwie, zieht es komisch. Und wenn man dann aber mal zurückblickt, welche Kleidung man vorher getragen hat, in der man sich wahnsinnig gut gefühlt hat und total gut, und dann stellt man sich damit vor den Spiegel und sieht, da sind die Falten auch. Das ist auch so eine Sache, da verändert sich komplett der Blick. Da muss man manchmal so ein bisschen nochmal das Rad wieder zurückdrehen und Falte, Falte sein lassen und da nicht zu versuchen, alles ganz glatt hinzubekommen, weil wir wollen uns ja in unseren Sachen auch immer noch bewegen, ne? Ja, und wie gesagt, also was ich toll finde, dass man auch mit Farben so ein bisschen spielen kann und dann so, dass man da so ein bisschen, ja, ich finde mich da auch in der Persönlichkeit oft mehr wieder. Also es ist schwierig, einen Schnitt zu finden, der einem toll steht, aber der dann auch die Persönlichkeit widerspiegelt. Und das sehe ich jetzt, das mache ich anders. Also ich wähle jetzt auch zum Beispiel Farben, wo ich denke, genau, das bin jetzt ich. Also ich habe mir ja nochmal Stoff geholt, diesen orangefarbenen, leuchtenden. Und ich habe ihn jetzt schon also zugeschnitten und gewaschen und zugeschnitten. Aber ich kriege morgen eine Woche lang Familienbesuch, da wird nichts passieren. Vielleicht flüchte Verdammt. ich mich. Aber ich, das ist so sagen, ja, das bin jetzt ich. Diese Farbe bin jetzt ich, lass die auch nicht liegen, sondern vernähe die auch. Und so will ich auch nach außen hin treten. Und ich merke auch, dass meine Außenwirkung eine andere ist. Also damit, dass ich da einfach anders strahle und ohne immer gut gelaunt zu sein. Das sozusagen, das Ja. ist irgendwie so nach. Und deswegen, das ist einfach ein wunderbares Hobby. Eine letzte Frage an dich, Ulrike, weil wir haben schon wieder über eine halbe Stunde jetzt hier gequatscht tatsächlich. Aber was würde denn die Ulrike von heute der Ulrike von vor 4 Jahren sagen? Ja, das, was du in deinem Motto hast, würde ich sagen, keine Angst vor Klamotte. Denn das hatte ich nämlich. So viel Respekt vor allem und das kannst du nicht und dann mal, trau dir nicht zu oder so. Das würde ich, also das ist dein Spruch, der passt haargenau auf mein Nähleben. Ja, sehr schön. Ach Mensch, Ulrike, ich könnte dich schon wieder in den Arm nehmen und knutschen. Also, ach Gott, wir Ja, zwei, wa? ja. Dann zum allerletzten Schluss noch 3 kurze Fragen an dich zum Abschluss. Rollschneider oder Schere? Rollschneider. Stecknadeln oder Nähklammern? Klammern. Aus tiefstem Herzen. Schnittmuster mit oder ohne Nahtzugabe? Mit. Mit Nahtzugabe. Liebe Ulrike, es war mir ein Fest und ich danke dir vielmals, dass du mein Gast in dieser Podcast-Folge gewesen bist. Und ich wünsche dir noch weiterhin ganz, ganz viel Spaß an der Nähmaschine, beim Ausprobieren, beim Finden deiner Persönlichkeit und freue mich schon auf unser nächstes persönliches Zusammentreffen. Vielen, vielen Ja. Dank, dass du da warst. Ja, danke dir auch und einen schönen Sommer.